Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Robin Hood Sherwood Builders. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem Leonard hier, nee, Quatsch, nicht Leonard, mit dem Niklas haben wir gequatscht. Oder Nikolas? Der Rohstoffhändler, den wir anquatschen sollten. Und der hat uns gesagt, dass sein Karren ausgeraubt worden ist und dass hier immer wieder Karren ausgeraubt werden. Und dass diese Karren einfach spurlos verschwinden dann und niemand weiß, wo die sind. Und jetzt sind wir dran und müssen herausfinden, wo die sind, die Karren, ne? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass uns diese Quest halt ins nächste Gebiet lotsen möchte, nämlich hier nach Conisbro. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen nämlich erst dahin und diese Nebenquest machen, bevor wir hier großartig mit irgendwelchen anderen Sachen starten. Dann gibt es ja auch noch die Mainquest, die wir machen wollen in Barnsdale. Und dann wollen wir hoffen, dass wir 100% Einfluss gesammelt haben. Damit wir... Haben wir das hier schon gemacht? Ja, ne? Haben wir das schon gemacht? Mir nämlich nicht bekannt vor, ehrlich gesagt. Den kann ich auch gar nicht drehen. Ah, Moment mal. Da oben sind Schalter. Ja, dann gucken wir mal, wenn ich jetzt einfach mal auf diesen Schalter schieße, was da passiert. Dann ging die Tür auf. Den Schalter schieße. Und jetzt? Moment, ist das ein... Okay, wait. Also, wenn ich diesen Schalter jetzt anmache, dann geht die hintere Tür auf. Mache ich jetzt diesen Schalter an. Dann mache ich jetzt den mittleren Schalter an. Was passiert dann? Die hintere Tür wieder zu. Dann mache ich den jetzt wieder aus. Dann passiert gar nichts. Dann mache ich... Moment. Jetzt ist die vordere Tür offen, ne? Jetzt geht die auf. Scheiße. Mittlere wieder zu. Ich raste aus. Nein! Och Mann! Die gehen jetzt alle wieder zu. Lol. Okay, da passiert gar nichts. Dann geht die mittlere Tür zu. Ah, jetzt hat's geklappt. Sehr gut. Oh, des Schmiedemeisters. Ja, den Draht wollen wir haben. Den Schafgarbenbalsam wollen wir auch haben. Der ist nämlich fast alle bei uns. Diese beiden Sachen weiß ich nicht, ob wir die noch haben wollen. Bin ich ehrlich, weil wir können das nämlich nur auf Gegenstände niedriger Qualität anwenden. Aber Moment, man kann das auch auf Rüstung anwenden. Cool. Dann wollen wir die vielleicht doch haben. Nämlich, weil wir ja schon alsbald blaue Waffen bauen werden. Aber wenn man das auch auf Rüstung anwenden kann, dann sollten wir das auf jeden Fall versuchen mitzunehmen. So, wir rennen jetzt noch einmal kurz rüber zu der anderen Nebenquest.
machen die auf jeden Fall auch noch. Und dann machen wir die Main Quest. Moment, ich sehe einen Gegner. Come on, show me what you got, mate. Nämlich gar nichts. Alter, dicke Axt, oder was? Wieder diese Drogen-Junkies hier. Hoppack, der andere hat das mitgekriegt. Die legen einen dicken Sprinter hin. Habe ich nicht so Bock, mich mit denen nochmal anzulegen. Ist eigentlich unnötig. Verschwendete Haltbarkeit der Waffen, bin ich ehrlich. Weil die geben halt auch nichts Cooles, bisschen Wolfsfell und so, aber mein Gott, ganz ehrlich. Oh? Wo sieht mich einer? Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist hier auch, ja, da hinten ist das, okay. Das ist hier die, genau, das sind diese Nine Peak-Dinger da wieder. Beziehungsweise die Nine Ladies, dieser Nine Ladies-Schrein. Ja, genau, der ist das. So, hier kann ich nicht runterspringen, ne, oder? Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen Aua machen. Da hinten ist eine Brücke, die können wir nehmen. Und danach machen wir halt, wie gesagt, die Main-Quest. Dann untersuchen wir den Ort, an dem Nikolas Mann! Also, wie kommt man denn auf Unterfallen? Es ist doch wohl ganz klar, dass es Überfallen heißt und da steht auch ausgeraubt. Es ist wirklich, also was manchmal in meinem Kopf abgeht, ne? Nur noch bunte Knete. Wahnsinn, ey. Was ist denn da für ein Zeichen? Achso, das ist die Himmelsrichtung. Ja, ich verstehe. Das sah so aus, als wäre da ein Ausrufezeichen drüber. Aber es ist nur die Himmelsrichtung. Okay, verstehe. Wenn das nur die Himmelsrichtung ist, dann ist doch alles gut. Gut, wen haben wir denn hier? Hallo, mein Lieber. Was geht ab? Ja, kommt ihr nicht rein? Ist euch ausgesperrt, ihr Fucker? Hey, you! You look like you know what a sword is for. You wouldn't mind helping a young apprentice spread prosperity and put bread on the local tables, would you? Du siehst nicht aus wie ein Bäcker und hey, du heißt Robin. Und ich würde es vorziehen, auch so genannt zu werden. You don't look like a baker. And hey, you is named Robin and would prefer to be called so. Apologies, Robin. I'm Mac and I'm no baker, but a stonemason. My specialty is dressing millstones. I understand. A fine and honest craft, Mac. Mm-hmm. Okay. That it is. I've recently been at a miller's. Kirik was his name, I think. Bearable work and easy route. And his daughter? The most alluring being in all of Sherwood. I haven't seen Marion in a while. Pardon? No, nothing. Go on. So you see, Robin, I had no trouble visiting Tyrick's mill, but now things are different. Those people, if you can call them that, were seen on the path to my next job. They call them forest spirits, but to me, they're ordinary bandits. Hard to say if they're ordinary or not. What of it? What of it? They're beasts, that's what. The very thought of them petrifies me. Please, at least help me reach the mill. Okay, klar. If that's the way you put it, I'd feel guilty for not helping you, even if it's a short-term solution. Spirits are no laughing matter. Let's go. Alles klar, dann geht's los. Moment, ich aktiviere mir das mal einmal kurz als Quest. Ach, da sind jetzt Gegner auf den Straßen, oder was? Diese Wolf-Heinis? Ja, aha. Hallo, nicht den angreifen. Ich bin euer Gegner. Was seid ihr denn für Arschkrampen?
So, weiter geht's nämlich. Können wir uns auch mal hier einmal zum Gegenheilen Schafgarbenbalsam reinhämmern. An sich, das Gift von denen ist nicht so krass. Wo müssen wir eigentlich hin? Wahrscheinlich da, ne? Wie ihr seht, guck mal, das Gift von denen ist halt nicht so krass. Dort sind die nächsten Gegner. Diese schon. Geht's mit dir hin, Bro? Ja dann, zeig mal, was ihr drauf habt. Außer Gift werfen könnt ihr ja nicht viel, wa? Und hier, ich bin auch euer Gegner. So, können wir weiter? Wo willst du hin? Ist er ein bisschen verwirrt? Ja, er ist verwirrt. Das looten wir jetzt einmal alles noch. Oh, hier lag noch was. Jawohl, sehr gut. Geile Mucke ist das auch hier, ich liebe das ja, ne? Ach, das Spiel ist schon cool. Also ich meine, das ist grafisch und so und auch so von der Gameplay-Mechanik echt kein Highlight, aber irgendwie ist das cool gemacht, I like it. Was seid ihr für Experten? Das hat aber geklappt. We're here. Wasn't so bad, was it? Are you joking? We were almost torn apart. A few times, in fact. Nein, alles gut. You're imagining things. The threat was distant. It was right by my leg and bloody near tore my hand off. Ach, du bist aber auch wirklich empfindlich. Deep breath. Road back should be safe. And now you have a job to do. Thank you, Robin. I'll drink to your health at the inn for sure. Well, I like it. Thank you. See you in the days to come. Moin. Hier ist nochmal Salz. Also Salz ist nicht bad. Salz packen wir ein. Alles andere lassen wir erstmal liegen wieder. Wer bist denn du? Greetings. How about a game of dice? Ja, klar, warum nicht? Was steht denn da? Die Person, die größere Anzahl an Würfelaugen wirft, gewinnt. Eingesetztes Geld. Komm schon wieder mit 100 Münzen. Gucken, was passiert. Ja, schon mal scheiße, ne? Hat er schon mal gewonnen. Ja, komm, wir versuchen das nochmal. So, jetzt aber. 6 wieder nur, ne? Nicht verarschen. Ey, jetzt will ich aber auch gewinnen hier. Ich besiege den Automaten. Los, let's go. Oi, das muss erstmal nachmachen, Motherfucker. Aha. Unentschieden? Am Arsch. Unentschieden akzeptiere ich nicht. Entweder ich gewinne oder gar nichts. Jetzt ist wieder nur eine 6, ne? Ey, Bruder, ich muss jetzt 500 Münzen setzen, damit ich meinen Cash wieder kriege. Komm, 550. Komm, all or nothing, all in. Er wirft eine 4, ich drehe am Rad. Ich gewinne! Jawohl! Perfekt, damit haben wir am Ende des Tages doch Plus gemacht. I like it. Was ein Scheiß. So, wie sieht denn mein Einfluss hier in Barnsdale überhaupt aus? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Da oben ist noch ein Bett, was man freischalten kann und noch eine Ruine. Sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen. In den Ruinen ist meistens ziemlich cooler Scheiß drin. Ach, wieder so eine. Okay. So, wo müssen wir als erstes hin? Komme ich zu dem da hinten überhaupt rüber? Oh, theoretisch, aber könnte auch sein, dass ich vielleicht hier durch muss, wa? Könnte das möglich sein? Ah, ja, wir müssen hier durch das Fenster durch. Okay, dann gucken wir erstmal, wenn wir durch das Fenster durch sind, erstmal, wo müssen wir überhaupt hin? Mit dem Zeug.
Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall als nächstes zu dem da außen. Zu dem da. Da müssen wir hin. Ja, das war nicht ganz so schwierig. Die Schwierigkeit hier war einfach nur zu checken, dass man durch das Fenster durch muss. Okay, wo? Alter, laber doch keinen. Jetzt ist hier noch ein Knopprätsel. Aha. Was ist denn? Ach, laber da oben. Rätselception einfach. Das ist gut. Unser nächstes Schwert. Auch nochmal ein Draht. I like it. Draht ist auch wichtig. Braucht man nämlich zum Upgraden des der Rüstung. Also für den Rüstungsbauer. Der Weber. Alles klar, dann schalten wir uns noch das Bett frei. Und dann. Wo ist es denn? Ja, ich weiß nicht, ist das hier unten drin irgendwo? Ach, hier. Tatsächlich, in so einer kleinen Höhle. Das ist ja cool. Da können wir nämlich auch nochmal. Da können wir dann nämlich auch nochmal kurz ein paar Sachen liegen lassen. Hier unten sind auch noch Zeug. So, Moment, dann haben wir nämlich hier Robins Truhe. Sehr gut, da können wir nämlich nochmal ein paar Sachen da lassen. Zum einen Wolfsfell. Das Reparaturwerkzeug nicht, das brauchen wir. Aber den Draht zum Beispiel, genauso wie diese ganzen Schmiedekisten. Wir können uns da mal voll viele rausnehmen, ne? Lehrling. Nochmal Lehrling. Wir benutzen die jetzt auch mal hier auf allen Sachen. Wir haben voll viele Schmiedekisten einfach. So, Lehrling kann da nochmal bleiben. Dann haben wir noch Schmied. Nochmal Lehrling. Schmied. Hier eins. Zwei. Drei. Haben wir nochmal Schmied? Ne, nur noch Meister. Nur noch Meister Hegolin, ne? Schmiedemeisters. Okay. Eins. Zwei. Und dann haben wir hier nochmal Meister Hegolin. Das geht gar nicht mehr, ne? Hier ist nochmal Meister Hegolin. Bringt auch nichts. Kann ich das nicht weiter upgraden? Den kann ich weiter upgraden, oder? Moment, der müsste gehen. Wo ist er denn? Habe ich nochmal Meister? Da. Geht auch nicht. Hä? Verstehe ich hier nicht. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden mit den Schmiedekisten. Aber nevermind. Scheiß drauf. Wir haben es jetzt. Wir benutzen die so oder so nicht mehr, weil ich werde bis zum Ende das Silberschwert benutzen. Der Bogen ist abgegradet und die Sachen können wir halt auch nochmal verbessern. Jetzt können wir auch nochmal Fähigkeitspunkte einsetzen. Jetzt waren wir gar nicht mehr im Lager und haben geguckt, ob wir nicht noch andere Fähigkeiten kaufen wollen. Wo ist denn hier los? Alter, wo sind wir denn hier? Ion Med, lass mal liegen. Das. Fähigkeitspunkt. Yes, give it to me. Hier ist auch noch Gold. Und ansonsten nur noch Krempel. Da können wir eigentlich mal gerade speichern, ne? Wenn wir schon mal hier sind. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich ins Lager zurück. Moment, hier unten ist noch eine, hier ist noch eine Ruine. Hier ist noch ein, und dann gehen wir zum Stallmeister. Das passt ja. Und mit dem Stallmeister reisen wir zurück. Und dann gucken wir, ob wir noch Fähigkeiten kaufen wollen im, in den einzelnen Trainingsgeländen. Oder ob wir die einfach in unseren Fertigkeitsbaum pumpen. Gucken wir mal. Das ist ja die Ruine. Ja, doch.
Ja, also ich habe einen Schalter schon mal gefunden. Ist Pissbot. Okay. Ey, Digga, was ist jetzt los? Warum kann ich meinen komischen, meine Nachtsicht hier nicht mehr einsetzen? Ich sehe einen Schalter. Auf der anderen Seite vielleicht noch was? Was ist denn hier der Trick? Das wird wahrscheinlich auch nichts ändern, wenn ich da mit dem Bogen drauf schieße, ne? Oder? Jetzt geht das gar nicht. Da setzt jetzt wieder die Rechenleistung aus, ne? Hier ist auch was, eine Bärenfalle. Kann ja nicht gut sein, wenn ich da reintrete, ne? Kann ich die... Oh, was war da? Aha. Getarnt, der Schalter. Und einer fehlt noch. Hier vielleicht? Ja, aber auf dem Scheißhaus ist nichts. Alter, die öffnet sich wieder. Wie frech bist du denn? Da muss noch irgendwo einer sein. Wo ist der dritte Schalter? Ah, aua, ich bin so dämlich. Ich weiß, ich hab's gerade noch gesagt, dass da die scheiß Bärenfalle liegt, ne? Okay, ich finde den dritten Schalter nicht. Eins, zwei. Ah, drei. Doch, da ist der dritte Schalter. Auch wieder so gut versteckt. Aha. Look at it. Ein Hoch auf unseren Spinnensinn. Der Spinnersinn. Und da ist drin nochmal eine Kiste Schmieds und einzigartiges Material. Ja, I'll take it. Alright, dann einmal hier zum Pferdeheini und dann geht's ab nach Hause und dann machen wir nämlich jetzt die Main Quest. Bin ja mal gespannt, ob die Main Quest auch nochmal einen Plus gibt. Wäre natürlich cool, dann könnten wir nämlich vielleicht wirklich 100% Einfluss erlangen. So, grüß dich. Ich möchte einmal zurück nach zu Robins Dorf. Gut, da sind wir. Und jetzt reden wir mal nämlich mit Bruder Tuck. Aber vorher müssen wir noch einmal kurz Materialien, glaube ich, abliefern. Schmiedekiste. Nö. Wobei doch, die Schmiedekiste kann auch weg. Und wir haben ja auch noch Pelle gekriegt. Zum Beispiel das hier, das hier, das hier. Das sind ja alles nach Sachen, die wir auf jeden Fall nicht hier in unserer Lagerkiste brauchen. Reparaturkit kommt mit. Das bleibt hier, genau, der Draht kommt mit. Ja. Geräucherter Lachs kann auch hier bleiben, der Hasenbraten kann hier bleiben, wir haben erstmal genug Essen dabei. Aber das hier kommt ins Lager. Und dann reden wir nämlich jetzt mit dem Attack. Ne, Quatsch, falsches Haus. Falsches Haus, wir müssen nämlich hier rein. Ganz genau, so ist das. Und das auch da rein. Gut, ja, wir haben einiges an Materialien gesammelt, also wir könnten eigentlich schon fast immer so gut wie geht alles upgraden. Finally, I've been waiting for you. I
recently encountered someone you should urgently meet. This matchmaking is not like you at all, Tuck. Tell me calmly what this is about. Matchmaking? Nonsense. Although, you're right, one thing at a time. You see, I was collecting herbs for my wines. Okay. By the blazes, that's wise. Now, you sound like someone with a clearly defined goal. Of course. All at once, I noticed a marvelous patch of Bishop's weed. Simply splendid. So there I go to have a closer look at the Lord's creation, but I'm shortly down on my rump, while he was right there. Arroyo, were you attacked? Not at all. There was a mighty man with a gray beard standing before me. He spoke softly and slowly, as though whispering into my ear, even though he was nowhere near. Who was it? What did he want from you? He didn't introduce himself. He only said that he had been observing us for some time now, especially you, Robin. He wanted to meet you. He even asked me to repeat what he said. Okay. What do you make of it? He said he would be waiting in the Stone Circle, on the edge between Barnsdale and Peak District. He told me he knew how to enter Castle Nottingham, and that he supported our cause. This will sound unreasonable, but he seemed so trustworthy. He had a tranquil glory about him. Okay, spannend. Das müssen wir natürlich mal dann uns genauer angucken, ne? Unusual matter, but I'll investigate if you say so. I won't let myself get ambushed. An extra help will always be of use. Especially to us. Ja. Won't hurt to meet and speak. Das ist richtig. Wir gucken jetzt einmal nochmal, erstmal, ob wir noch was bauen können. Ob wir noch irgendwas upgraden können. Können wir hier noch was upgraden? Die Jäger können wir mit... Wo ist mein Mauszeiger hin? Warum wird der mir nicht mehr angezeigt? Das ist nervig. Hallo, Mauszeiger. Das sehe ich gar nicht. Ja, hier jetzt. Da brauchen wir Rehfell. Oh, haben wir wahrscheinlich nicht mehr genügend. Der Mauszeiger ist einfach gone. Vielleicht ist das jetzt bei den anderen Sachen auch so? Falls ja, müssen wir mit den Upgrades... Ne, hier ist mein Mauszeiger wieder da. Dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier nicht auch wieder funktioniert. Ja, jetzt ist er wieder da. Okay, Rehfell, das müssten wir jagen gehen. Eisenbarren... Da würden die Wildschweinfleisch machen, würden die machen. Das Problem ist, ich brauche das Fell vom Wildschwein und gar nicht so wirklich das Fleisch, ne? Die Angler würden anfangen, Aale zu fangen. Auch nicht so wichtig. Genau, hier, wir brauchen nämlich das Wildschweinfell dafür. Und bei den Bergleuten brauche ich Palladium, also das wird erstmal nichts. Das Ding können wir auch nicht weiter verbessern, den Schmied auch nicht, weil da brauchen wir einen Diamant. Und, Grit. Aha. Dichte, habt alles nicht, Alchemielabor, Wefel, Kupferbarren und Goldbarren. Moment, wir können mal gucken, wo wir Gold vielleicht herbekommen. Mal gucken, wo wir Gold herbekommen. Vielleicht steht das hier.